Hallo, hier ist der Ralf von Jodeland. Wie packe ich meine Jodde in Jodde-Packtuch ein? Das Jodde-Packtuch, die Jodde-Packtasche, ist einfach ein Stück Stoff, in das meine Plane von der Jodde nachher eingeschlagen wäre. Und wie das Ganze nachher zugemacht wird, das zeige ich euch jetzt hier kurz anhand diesem Video. Hier seht ihr die Packtasche erstmal auf dem Tisch liegen mit verschiedenen Riemen und der Griffe auch dran. Die Packtasche kann ich aufschlagen, indem ich hier ein Teil aufschlage, das andere Teil aufschlage und dann die zwei innere Stoffstreifen noch aufschlage. Man sieht hier auch schön die Verstärkungen für die Tragegriffe. Und wenn ich das ganze Tuch jetzt, wenn es etwas steifer wäre, dann könnte man hier sagen, es gibt eine richtige Wanne, wo nachher mein Packstück dann auch rein kann. So, jetzt haben wir hier mal ein paar Plane reingebeugt, die ungefähr dem Volumen von einer Jodde entsprechen. Ich könnte jetzt auch noch hingehen und könnte sagen, ich packe noch einfach etwas Zubehör noch mit rein. Es hätte Platz, aber ich würde davon abraten und sage, dass in dieses Packtuch eigentlich nur die Plane rein solle. Die Plane werden sich danken, wenn sie nicht zusammen mit der Heringe hier entsprechend durchrutschen. So, jetzt gehen wir hin, schlage im Grunde die Seitenteile hier ein, von der Gegenseite genauso und könnte dann hingehen und die eigentliche Plane-Teile, die nachher auch das Ganze verzurren, mit reinnehmen, kann man die Ecke noch ein bisschen schön hinfalten. Dann passt es ein bisschen besser. Und das Ganze hier noch rüberziehen. Dann habe ich hier die Gurte. Die kommen hier entsprechend in die, wie sagt man so schön, in dieses Spiel hier rein mit der einzelnen Metallteile. Oh Gott im Himmel, mir fällt der Name ein. Sagen wir einfach mal Schnalle. Also hier in die Schnalle da rein. Und auf der anderen Seite machen wir das genauso. Das bremst sich selber, wenn der Gurt hier durch die Schieber hindurchgeführt wird. Auch da die Schnalle wieder festziehen. Prima. Die Jodde ist verpackt. Ich kann sie an diese zwei Henkel hier nehmen. Und wenn ich kräftig genug bin, die Jutta einfach alleine trage oder ich gehe halt zu zweit hin, einer hebt über, einer hebt drüber. So lässt sich eine Jutta hervorragend und einfach transportieren. Sie ist gut verstaut. Der Stoff hat den Vorteil gegenüber einer geschlossenen Kiste, dass der Stoff atmungsaktiv ist und Baumwolle enthält immer gewisse Restfeuchtigkeit. Also auch wenn sie sich fotztrocken anfühlt, so wie sie eigentlich reinkört in die Verpackung, dann hat es immer noch eine Restfeuchtigkeit und auch die kann letztendlich noch durch diesen Stoff durch rausatmen. Wenn ich es in der Kiste transportiere, dann würde ich immer dazu raten, die Plane auch entsprechend wieder auszupacken oder wenigstens die Kiste geöffnet zu lagern. Okay, das war's heute mit der Jodde-Packtasche oder dem Jodde-Packtuch. Freue mich, wenn ihr da reinschaut. Bei Jottenland Zelte mit Feuer im Herzen. Dankeschön.